Okay, heute mal wieder zur Beantwortung einer Leserfrage, die mich erreicht hat. Ich muss dazu sagen, es erreichen mich sehr, sehr viele Leserfragen. Und das mache ich alles so, ich beantworte das alles so nach und nach. Okay, heute will ich mal die beantworten, die eigentlich zum Schluss kam und zum Schluss beantwortet werden sollte, aber egal. Sie hat mich etwas aufgeregt, deswegen beantworte ich das heute mal. Obwohl, ich kann da nicht so direkt antworten, weil es gibt keine definitive Antwort. Weil die Problematik ändert sich in Israel, in Deutschland weiß ich nicht, in der Schweiz und Österreich weiß ich auch nicht, aber in Israel ändert es sich meistens monatlich. Deswegen, was ich heute sagen würde, wäre vielleicht nächste Woche oder in 2 Wochen oder nächsten Monat schon total out of date. Aber trotzdem will ich mal die Problematik ein bisschen generell ansprechen. Die Frage ist, wie man möglichst schnell zum Judentum konvertiert. Und da habe ich mich gefragt, da hat sich offenbar jemand mit den ganzen Inhalten überhaupt nicht beschäftigt, sonst würde er nicht diese Frage stellen. Man kann wahrscheinlich schnell zum Judentum konvertieren, wenn man vielleicht zum Reform-Movement geht. Da geht das wahrscheinlich schneller, unproblematisch und ich weiß nicht, gibt es auch wahrscheinlich gar keine Regeln oder so. Irgendwie sieht das aus, als ob da jeder machen kann, was er will. Und das war's dann. Oder hat dann vielleicht so ein Zertifikat. Ich will mich aber hier auf das orthodoxe Judentum beziehen und eigentlich auf Israel, weil ich absolut nicht weiß, wie in Deutschland oder so die Regeln sind. Ich denke, in Deutschland, soweit ich von anderen Leuten gehört habe, und das ist schon 10 Jahre her, mehr als 10 Jahre, gibt es in Deutschland ein orthodoxes Beit Din, das heißt ein rabbinisches Gericht, bestehend aus 3 orthodoxen Rabbinen, die dann entscheiden. Und jeder, der da konvertieren will, geht, glaube ich, keine Ahnung, mindestens 1 Jahr regelmäßig zum Unterricht. Also so habe ich das gehört. In Israel ist es so, und ich beziehe mich jetzt hier auf orthodoxe Konversion in Israel, wobei, wie gesagt, es gibt keine definitive Antwort. Jeder muss sich da selber erkundigen, weil ich weiß es nicht. Ich kenne es nur, also ich weiß nur, was vor ein paar Jahren irgendwie passiert ist, weil ich kannte da jemanden, der das gemacht hat. Es war vor 12 Jahren oder so. Ich wollte übrigens mal einen Rabbiner interviewen, der darin involviert ist, aber das hat sich dann irgendwie nicht ergeben, wahrscheinlich weil ich zu faul war, dahin zu gehen. Aber ich habe mir dann auch gedacht, also schon damals, vor 12 Jahren, hat sich das monatlich geändert. Und ich habe mir gedacht, wenn ich euch heute was erzähle, dann ist das nächsten Monat schon out of date. Okay. In Israel ist es so, soweit mir bekannt, dass ein Konversionskurs zum orthodoxen Judentum mindestens 1 Jahr dauert. Es war bis in die 90er Jahre, glaube ich, anders. Da konnte man auch nur 6 Monatskurse machen, vor allem in einem Kibbutz, im Kibbutz Yavne, der, soweit ich weiß, muss ich immer dazu sagen, mittlerweile keine Konversion mehr durchführt. Ich kann mich da aber auch irren. Also wie gesagt, bis in die 90er Jahre sowas waren auch 6 Monate möglich. Das hat sich dann geändert aufgrund der vielen Fakes. Es kommen unheimlich viele Leute hierher, die wollen konvertieren und meinen es nicht ernst. Sie wollen konvertieren, weil sie sich die israelische Staatsbürgerschaft erhoffen oder weil sie jemanden heiraten wollen. Also als Nichtjude wollen sie einen Juden heiraten. Und vor allem erhoffen sie sich die Staatsbürgerschaft. Dem Ganzen wollte man sozusagen einen Riegel vorschieben. Nicht das Oberrabbinat, das Rabbanut, sondern das israelische Innenministerium, Misrat HaPnim. Man wollte nicht diesen ganzen Leute hier reingeschippt haben, also reingeschifft oder herstürmen, die man eigentlich gar nicht will und die man nicht braucht. Und ich spiele jetzt hier insbesondere auf viele, viele Russen an, nicht russische Neueinwanderer, sondern Russen, die aus der Ukraine oder auch Rumänen zum Beispiel kamen als Fremdarbeiter, als Gastarbeiter nach Israel und die dann hier gesehen haben,
sie verdienen hier mehr als bei sich zu Hause und sie wollten dann hier bleiben. Manche waren auch Prostituierte. Da hat man vielleicht dann auch besser verdient, weiß ich nicht. Aber darauf spiele ich an und vor allem insbesondere auch auf philippinische Gastarbeiter. Sehr, sehr viele weibliche Filipinas wollten hierbleiben, um so auf den Philippinen ihre Familien zu unterstützen und monatlich Geld hinschicken. Und sie arbeiten hier vorwiegend in der Altenpflege, also Altenpflege zu Hause. Sie haben da ihre Zimmer meistens bei den alten Leuten oder sie mieten sich privat was Eigenes und kriegen dann ganz gut Geld. Und nach einiger Zeit laufen halt die Visa ab oder so. Oder sollte diese alte Person sterben, dann gibt es oft keine neue Arbeitserlaubnis mehr. Und derjenige muss nach Hause. Und dem wollten die Filipinas entgehen und haben sich zu Konversionskursen angemeldet. Nicht jetzt, weil sie unbedingt das Judentum wollten, das hat sie überhaupt nicht interessiert, sondern weil sie halt sich eine Staatsbürgerschaft erhofft haben. Und aus diesem Grund, irgendwann hat das Innenministerium gesagt, was ja für die Visagabe und Staatsbürgerschaft verantwortlich ist, wir machen so einen Scheiß nicht mehr mit irgendwelchen Leuten aus Dritte Weltländern, aus dem Ostblock, woher auch immer, auch aus westlichen Ländern. Wir machen das nicht mehr mit und setzen dem Ganzen einen Riegel vor. Das Oberrabbinat wollte das gar nicht machen. Sie haben immer so gehofft, naja, die Leute haben dann vielleicht so eine ehrliche Intention, was nicht der Fall war. Dann wurden die Regeln so geändert, ich glaube, das war 2006, 2007, 2008, so um den Dreh, so wie ich das von anderen Leuten mitbekommen habe. Da geht man jetzt nicht mehr, wenn man, nehmen wir mal an, jemand kommt jetzt hierher nach Israel und will hier zum Judentum konvertieren. Dann geht er nicht mehr einfach, sag ich mal, zum Oberrabbinat oder zu irgendeinem Kurs und versucht dort aufgenommen zu werden oder sich anzumelden, sondern er muss zuerst zu einem zu einem Komitee vom Innenministerium. Und erst wenn er vom Innenministerium die Zusage bekommen hat, oder besser gesagt die Erlaubnis, kann er sich bei einem Kurs anmelden. Besser gesagt, er muss ja in so einem Kurs auch erstmal aufgenommen werden. Man geht da nicht einfach hin und sagt, hier bin ich, sondern man führt Gespräche mit Rabbinern und muss da auch erstmal aufgenommen werden. Wenn ich Kurs sage, dann meine ich einen anerkannten Kurs, einen staatlich anerkannten Kurs. Die Liste mit diesen Kursen könnt ihr beim Oberrabbinat hier in Jerusalem erfragen oder auch in Tel Aviv, wenn ihr da aufs Oberrabbinat geht. Dann bekommt ihr garantiert eine Liste mit anerkannten Kursen. Passt auf, dass ihr nicht irgendwo in irgendwelche Fänge von wie soll ich sagen, nicht anerkannten Kursen geratet. Geratet oder gerät? Weiß ich nicht. Geratet. Und dass ihr nicht irgendwelchen, dass ihr euch aus Unwissenheit nicht irgendwelchen obskuren Leuten anschließt. Das ist ganz wichtig. Denn wenn ihr sowas macht, dann wird euch kein normaler Kurs hinterher mehr aufnehmen. Dann habt ihr euren Ruf weg. Goodbye, Charlie. Also kümmert euch darum, dass ihr an einen anerkannten Kurs geratet. Und wie gesagt, da würde ich mich an eurer Stelle ans Oberrabbinat wenden und da mal nachfragen, was da so abgeht. Aber wie gesagt, wenn jemand heute hierher kommt und sagen wir mal, er hat jetzt sich erkundigt nach einem anerkannten Kurs und geht, spricht da auch vor an dieser Adresse, dann wird man euch sagen, wir nehmen dich auf, aber du musst erstmal dieses Komitee beim Innenministerium durchlaufen und die müssen zustimmen. Und das Innenministerium, dieses Komitee, das sich nur alle paar Monate mal trifft und ihr braucht da sehr viel Geduld, es ist nicht so, dass ihr diese Woche kommt und nächste Woche alles habt. Das kann Monate dauern, das kann auch bis zu einem Jahr dauern. Und manche Kurse sind so voll, dass ihr da ein paar Jahre warten müsst. Okay, und das Komitee schaut jetzt nicht darauf, oh, wie religiös wollt ihr mal sein oder so,
sondern die schauen zuerst auf eure finanziellen Verhältnisse. Heißt, der Kurs dauert mindestens ein Jahr. Ich glaube, das ist vom Staat so vorgeschrieben. Nicht gesetzlich, sondern überhaupt. Dann müsst ihr, da ihr ja keine Arbeitserlaubnis bekommt hier, müsst ihr ausreichende finanzielle Mittel haben für mindestens ein Jahr, wenn nicht länger. Und das müsst ihr nachweisen diesem Komitee. Bedeutet, ihr eröffnet ein israelisches Bankkonto als Touristen. Ihr seid hier immer mit Touristenvisum in dieser Zeit. Ihr eröffnet dieses Bankkonto und dieses Komitee wird euch oder kann euch fragen, zwecks Nachweis der finanziellen Verhältnisse, dass sie ein, wie heißt das auf Deutsch, ein Kontoauszug sehen wollen. Ob ihr diese finanziellen Verhältnisse habt. Wenn ihr hierher kommt und ihr habt kein Geld, dann wird euch dieses Komitee ablehnen, dann habt ihr keine Chance. Ihr müsst hierher kommen mit ausreichenden finanziellen Mitteln oder ich weiß nicht, vielleicht kann auch jemand für euch bürgen, keine Ahnung, was wahrscheinlich kaum jemand machen wird. Weiß ich nicht, wie ihr es sonst anders machen könnt, keine Ahnung. Vielleicht hat jemand schon im Ausland geheiratet, einen Juden, und ist jetzt hier und will konvertieren. Das heißt, der lebt schon mit seinem Ehepartner zusammen, mit dem jüdischen Ehepartner und will jetzt als Nicht-Jude konvertieren. Dann gelten dort andere Regeln. Dann habt ihr natürlich irgendwelche finanziellen Mittel und seid nicht darauf angewiesen, dass ihr hier schwarz arbeiten müsst. Denn diese Schwarzarbeit will man auf alle Fälle verhindern. Deswegen die Nachfrage nach euren finanziellen Mitteln. Mit einem jüdischen Ehepartner, also wenn ihr einen haben solltet, zu konvertieren, ist etwas problematischer, weil derjenige, also der jüdische Ehepartner, muss dann auch in diesen Konversionskurs gehen und dort sitzen, also auch Unterricht mitmachen. Und ihr seid gemäß der Halacha nicht verheiratet. Das heißt, ihr müsst euch in vielen Fällen, es kommt immer darauf an, muss man erfragen, richtet euch darauf ein, dass ihr euch separate Wohnungen nehmen müsst, dass ihr nicht zusammenleben könnt, weil ihr gemäß der jüdischen Halacha nicht verheiratet seid. Ein Jude kann nicht einen Nichtjuden heiraten, das gilt nicht als Ehe. Also bereitet euch darauf vor, dass der jüdische Ehepartner genauso zum Konversionskurs, zu diesem Unterricht kommen muss, genauso wie ihr, vielleicht nicht jeden Tag, aber bestimmt ein-, zweimal die Woche oder so. Und dass ihr euch gegebenenfalls separat wohnen müsst und nicht zusammen, weil ihr, wie gesagt, nicht verheiratet seid, gemäß der Halacha. Hinterher übrigens nach diesem Konversionskurs müsst ihr nochmal heiraten, eine jüdische Hochzeit. Dann seid ihr verheiratet, aber vorher nicht. Okay, wie ich gesagt habe, also wenn ihr hier als Einzelperson herkommt, dann will dieses Komitee vom Innenministerium sehen, dass ihr finanziell abgesichert seid und nicht dem Staat auf der Tasche liegt als Touristen, was ihr eigentlich gar nicht könnt. Denn als Touristen habt ihr keine Rechte, hier irgendwelche Gelder zu beziehen. Also ihr müsst finanziell abgesichert sein und erst nachdem euch dieses Komitee die Zusage gegeben hat, wann auch immer das sein wird, könnt ihr erst bei diesem Konversionskurs irgendwo teilnehmen. Der Unterricht ist verschieden, wo ihr da seid. Ist meistens jeden Tag. Also nicht den ganzen Tag, sondern manchmal nur am Abend oder am späten Nachmittag 2-3 Stunden. Also täglich von Sonntag bis Donnerstag. Und manchmal auch den ganzen Tag. Es kommt immer ganz drauf an, wo ihr seid. Also jeder Kurs hat da irgendwie andere Zeiten oder sowas. In Jerusalem sind für Mädels und Jungs 2 Plätze, 2 Konversionskurse sehr beliebt. Und die habe ich auch schon in der Vergangenheit hier an einige Leser empfohlen. Das ist einmal für Männer. Männer hört sich immer so an, in Deutschland wie Migranten oder so. Nein, für Männer, also für Jungs oder für junge Männer oder sowas.
ist das Machon Meir, könnt ihr googeln, Machon Meir hier in Jerusalem, im Stadtteil Kiryat Moshe, und Machon Meirs Schwester sozusagen für Mädels oder für junge Frauen ist das Machon Ora. Das ist ganz witzig. Ich kenne Machon Ora aus den 90er Jahren. Ich war da öfter. Und damals war es noch ein ganz anderes System. Damals war es für Israelis. Für Israelis, also für Israelinnen, für Juden. Also es war kein Konversionskurs. Es war ein Mädelseminar für israelische Jüdinnen. Und ich war da öfter und habe da Unterricht mitgemacht und so. Also es war kein Ausländer da und es war kein Nichtjude da. Aber okay, Machon Ora hat sich dann im Laufe der Zeit verändert. Und jetzt ist es für weibliche potenzielle Konvertitinnen. Also ich empfehle diese beiden Institutionen, die ja eigentlich zusammenhängen, eins für Mädels und eins für Jungs, weil es euch da finanziell einfacher fallen wird. Das heißt, ihr braucht euch keine eigene Wohnung zu nehmen oder so, was wahnsinnig teuer wird, vor allem als Touristen, vor allem als Leute, die hier nicht arbeiten dürfen und mit wahrscheinlich begrenzten finanziellen Mitteln. Weil auf Machon Ora und Machon Meir könnt ihr dort wohnen. Es gibt dort Dormitories, mehr Bettzimmer und dann könnt ihr da wohnen. Also ihr zahlt dann natürlich auch was. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Also ich schätze mal 800.000 Shekel, nicht 800.000, sondern 800 bis 1.000 Shekel im Monat. Also ihr zahlt da schon monatlich bestimmt 250, 300 Euro, sage ich jetzt einfach mal. Verlasst euch nicht darauf, aber so um den Dreh. Aber dafür habt ihr Unterkunft, okay, Mehrbettzimmer. Luxus gibt es nicht, aber dafür habt ihr Unterkunft und teilweise auch Essen. Also diese ganzen Unkosten und Stromkosten und Anona und alles, was es in Israel noch gibt, für jemanden, der eine Privatwohnung hat, das braucht ihr alles nicht zahlen. Also von daher kommt das wesentlich kostengünstiger. Machon Ora und Machon Meir gehören dem nationalreligiösen Judentum an und sind sehr beliebt bei orthodoxen Konvertiten zum Judentum. Also ihr lernt da sehr viel Rav Kook, sozusagen der erste Oberrabbiner von Israel, sehr zionistisch und sehr, ich will nicht sagen Siedler ausgerichtet, das ist das falsche Wort, aber halt sehr zionistisch und ja, gut, rechts, aber ja, gut, kann man sich mit arrangieren. Ist nicht so schlimm, also ich kenne jetzt Machon Ora, also kenne ich eigentlich gar keine Leute, die da waren zum Konvertieren. Ich kenne nur einige, die Machon Meir, also männliche Kandidaten, gemacht haben. Es gibt in beiden Institutionen, die eigentlich lokal sehr eng nebeneinander liegen, sie liegen im gleichen Stadtteil, gibt es, also Deutsch könnt ihr vergessen, es gibt keine Kurse in deutscher Sprache, sondern in Englisch, auf Französisch und auf Russisch. Also ja, also Deutsch könnt ihr vergessen, ihr solltet mindestens Englisch können, einiges an Englisch. Der Kevin schreibt hier live im Chat, dass es richtig ist, finanzielle Mittel vorzuweisen. Das stimmt, weil viele Leute kamen in der Vergangenheit ohne etwas und haben sozusagen schwarz gearbeitet oder hatten gar nichts. Und diese ganzen, weiß ich nicht, wie ich gesagt habe, diese ganzen Filipinas und Osteuropäer, die eigentlich nur in Israel bleiben wollen, weil sie sich ein besseres Leben erhoffen und vielleicht Deutschland nicht gerade oder Europa nicht jeden aufnimmt, jetzt schon, aber in den 90er Jahren war das noch nicht so, da war das ja natürlich begrenzt mit EU und so, und da konnte nicht jeder rein. Heute ist das anders, wer heute was will, geht nach Deutschland. Und es stimmt, dass viele nur die israelische Staatsbürgerschaft wollen. Auf Teufel komm raus. Warum, weiß ich nicht, aber weiß keine Ahnung. Also bei den Osteuropäern oder so Dritte Weltländer kann ich das noch verstehen.
die erhoffen sich halt ein bestes Leben. Aber heute ist es natürlich so, wer heute besseres Leben will, der geht vor allem nach Deutschland, weil Deutschland hat offene Grenzen und da braucht man nicht irgendwie konvertieren oder sowas, sondern da fährt man hin und kriegt Hartz IV und kriegt Wohngeld und das ist ja viel bequemer. Hier ist das nicht so. Aber wie gesagt, hier dauert ein orthodoxer, anerkannter Konversionskurs mindestens ein Jahr, auch länger. Also es kommt auf euch drauf an. Viele Leute lügen rum, dass sich die Balken biegen. Zum Beispiel, aber die sind nicht hier in Israel konvertiert, die ist in Deutschland konvertiert. Die hat aber hier eine ganze Zeit gelebt. Die ist dann wieder nach Deutschland gezogen und zu den Buddhisten gegangen. Oder viele gehen zurück zur Kirche oder so. Also wenn ihr in einen orthodoxen Konversionskurs geht oder wer überhaupt sowas vorhat, zum Judentum zu konvertieren, auch zum Reformjudentum, der sollte nicht mehr an seinen christlichen Sachen hängen. Das verstehe ich immer nicht. Wenn da einer so christlich ist oder so, dann soll er Christ bleiben, weil im Judentum hat das Christentum keinen Platz. Judentum und Christentum haben nichts miteinander zu tun. Sie sind zwei separate Entities, Entitäten oder wie man da auf Deutsch, keine Ahnung. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, obwohl viele meinen, dass Judentum oder das Christentum kommt vom Judentum. In gewisser Weise stimmt es, aber die beiden haben nichts miteinander zu tun. Und wenn ein orthodoxen Konversionskurs geht, der sollte sich darüber sehr im Klaren sein. Dann habe ich hier vom Kevin noch mehr im Live-Chat. Viele Russen und Ukrainer meinen im Schnellverfahren in ihren Ländern zu konvertieren, um nach Israel zu können. Das gibt es, also es gibt auch viele Russen, Ukrainer oder was auch immer für Russen aus welchen Gebieten, die kaufen sich gefälschte Papiere und kommen dann nach Israel. Es gibt seit, ich würde mal sagen, seit 15 Jahren, so um den Dreh, gibt es im Oberrabbinat hier in Israel eine Abteilung, die beschäftigt sich mit Konversionszertifikaten aus dem Ausland. Und da wird geprüft, ob die wirklich echt sind oder gefälscht. Solltet ihr zum Reformjudentum im Ausland konvertiert sein, könnt ihr zwar nach Israel Aliyah machen, das heißt, ihr könnt einwandern, aber ihr werdet nicht vom Oberrabbinat als Juden registriert, weil laut der Halacha seid ihr keine Juden. Das heißt, ihr könnt hier in Israel keinen Juden heiraten. In Israel gibt es ein Gesetz, dass ein Jude in Israel nur einen Juden heiraten kann. Also es kann kein Jude in Israel einen Nichtjuden heiraten. Das muss im Ausland stattfinden und nicht hier im Land. Wenn ihr zum Beispiel russisch seid oder irgendwas, also Christ, dann könnt ihr hier in Israel einen anderen Christen heiraten. Das geht. Oder halt Moslems heiraten Moslems. Das geht. Aber auf Juden trifft es so in Israel, dass ihr nur als Jude einen Juden heiraten dürft. Alles andere muss im Ausland stattfinden. Wie das dann anerkannt wird von staatlicher Seite, von religiöser Seite, vom Oberrabbinat, wird diese Ehe nicht anerkannt und die Kinder sind auch keine Juden. Also wenn die Mutter keine Jüdin ist. Wie das von staatlicher Seite anerkannt wird, ist immer anders, weil Nichtjuden haben in Israel sehr viele Probleme. Damit spreche ich jetzt nicht die Moslems an, nicht die Palästinenser. Die meine ich damit nicht. Die sind eine ganz andere Geschichte. Ich meine jetzt Christen, die vielleicht Juden im Ausland heiraten und dann nach Israel kommen. Da kann jeder wahrscheinlich seine Geschichte erzählen. Und die ist nicht immer oder in den wenigsten Fällen positiv. Dann schaue ich nochmal hier kurz in den Chat. Kevin schreibt, die meisten von denen wollten nur aus wirtschaftlichen Gründen konvertieren. Das ist richtig. Und somit finde ich die Voraussetzungen der finanziellen Mittel sehr gut. Stimmt. Stimmt absolut. Dann ist hier was von Bino Lino. Thumbs up.
Und dann noch von Kevin, so konvertiert nur die, die es auch ernst meinen. Es konvertieren immer noch sehr viele Leute, orthodox, die im Kurs eine Show abziehen, die nicht ernsthaft bei der Sache sind. Aber sie wissen halt, wie sie sich verhalten müssen oder was sie nach außen zeigen, damit sie durchkommen. Aber ich würde mal sagen, die große Masse will am Ende auch noch die Staatsbürgerschaft, obwohl sie da finanzielle Mittel haben und sich religiös geben oder so, sage ich jetzt einfach mal. Aber die breite Masse, sobald sie durch das Beit Din sind, sobald sie die Konversion bestanden haben und vielleicht auch gegebenenfalls die Staatsbürgerschaft haben, richtet sich nach der Konversion, werden sie wieder säkular oder so. Ich sage jetzt nicht, dass alle zum Christentum zurückkehren. Aber man lebt halt so wieder ganz normal vor sich hin, hält keinen Schabbat, isst nicht koscher und alles Mögliche. Also ich kenne eine Deutsche, die hat sogar nicht Juden geheiratet nach ihrer Konversion. Das ist ein absolutes No-Go, ein absolutes No-Go. Das ist hier aufgeflogen. Sie hat Glück gehabt, dass sie nicht rausgeschmissen ist. Denn wenn ihr zum Judentum konvertiert seid, bedeutet das nicht, dass das endgültig ist. Man kann euch, das Oberrabbinat hier in Israel, kann euch unter bestimmten Bedingungen den Gior, also die Konversion, wieder aberkennen. Und dann habt ihr ein Problem, weil ihr habt ja gegebenenfalls die Staatsbürgerschaft erlangt. Und dieses ganze System fällt euch dann um die Ohren. Mir hat zum Beispiel mal ein Rabbiner gesagt, dass ein Deutscher, das ist jetzt über 20 Jahre her, also es ist schon wahrscheinlich 30 Jahre, 25, 30 Jahre her garantiert, da hat ein Deutscher, der ist hier in Israel konvertiert und der hat, also die Konversion bestanden und alles, und der hat eine Israelin vergewaltigt und war hier auch im Gefängnis, wurde gefasst und war im Knast und dem wurde die Konversion wieder aberkannt. Dann gab es jemanden, ich weiß nicht, aus welchem Land er kam, aber es gab jemanden, der hat die Konversion bestanden und ist in einen säkularen Kibbutz gezogen. Er ist da Mitglied geworden. Dem wurde die Konversion auch wieder aberkannt, weil in diesem Kibbutz, was weiß ich, vielleicht haben sie das Schweinefleisch gegessen. Es gibt ja solche Kibbutzim, keine Ahnung. Keine Ahnung, es gibt alle möglichen Leute. Also es gibt Leute. Was ich noch sagen wollte, bevor ich es vergesse, ist, dass nach der Konversion zum orthodoxen Judentum hier in Israel, dass ihr dann nicht automatisch die israelische Staatsbürgerschaft bekommt. Also es ist nicht so, dass ihr heute euren Kurs besteht, das Beit Din, und nächste Woche kriegt ihr die israelische Staatsbürgerschaft. So ist es nicht. Die Staatsbürgerschaft, da müsst ihr nach der Konversion wieder zurück zu diesem Komitee vom Innenministerium und dort vorsprechen. Und die können euch, also ich habe von einem Fall gehört, da hat jemand 8 Jahre gewartet. Ob der jemals die israelische Staatsbürgerschaft bekommen hat, weiß ich nicht. Aber die können euch jahrelang warten lassen. Das ist nicht so, dass ihr gleich automatisch hier zack Staatsbürgerschaft und so. Das ist überhaupt nicht. Weil man hat schon genug Leute im Land, wie soll ich sagen, die es irgendwie nicht schaffen, die nichts auf die Reihe kriegen und die eigentlich gar nicht hingehören. Und da will man dem Ganzen immer vorbeugen, vor allem das Innenministerium. Und wie viele von euch wissen, die Innenministerien hier in Israel sind sehr, sehr streng. Auch wenn ihr eine Visumverlängerung wollt, dann geht das sehr, sehr streng zu. Also es ist nicht so, dass ihr automatisch das eine mit dem anderen und zack, 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 so funktioniert das nicht. Da muss man schon Geduld haben, auch weil sich dieses Komitee, ich weiß das hier aus Jerusalem von Leuten, weil sich dieses Komitee eben nur alle paar Monate mal trifft, sage ich mal 3-mal im Jahr. Und da sind ja viele Leute auf der Liste. Und dann müsst ihr halt sehen, wo ihr euren Listenplatz habt. Kevin schreibt, warum lässt man überhaupt reformierte Konvertiten nach Israel einwandern? Das hat die damalige Regierung unter Ariel Sharon entschieden.
Und Ariel Sharon, wie sich viele vielleicht noch erinnern, hatte eine Koalition mit der Shinui-Partei, sprich mit Tommy Lapid, dem Vater des heutigen Yair Lapid, der Yesh Atid hat die Partei, der sich seine eigene Partei aufgebaut hat oder gegründet hat. Tommy Lapid, sein Vater, war übrigens nur aus Zufall Mitglied der Shinui-Partei oder Oberhaupt, sage ich mal, oder Vorsitzender der Shinui-Partei. Er wurde dann wieder rausgeschmissen und dem wollte wohl Yair Lapid vorsorgen, damit es ihm nicht so geht wie seinem Vater, dass er auch aus einer Partei fliegt. Deswegen hat er seine eigene gegründet. Das hat die damalige Regierung unter Sharon und mit Tommy Lapid von Shinui so, die haben das so entschieden, dass Reformkonvertiten einwandern dürfen. Dann heißt es weiter bei Kevin, es sollen nur orthodoxe Konvertiten einwandern können. So war es da zuvor. Ich finde, mit den Reformierten passiert da zu viel Schindluder. Das ist richtig. Man holt sich da Leute ins Land, die ja eigentlich gar keine Juden sind. Diese Reformkonvertiten sind laut der jüdischen Halacha keine Juden. Und die holt man sich dann ins Land. Das Problem ist, dass diese Reformkonvertiten religiöse Juden teilweise hassen. Sie wollen ihr Reformzeug durchbringen und sie hassen religiöse Juden, vor allem Charedim. Und sie gehen da, sie wählen auch die dementsprechende Partei, sprich Yesh Atid von Yair Lapid. Und sie verbreiten da richtig so, auf Demos und so, verbreiten sie da schon ihren Hass. Also man holt sich eigentlich Leute ins Land, die dieses das Tora-Judentum, sag ich mal, die das eigentlich gar nicht wollen und die absolut dagegen sind. Und es sind meistens so links angehauchte, linksextreme, so in der Art. Wie heißt es dann weiter bei Bino Lino? Auflagen dafür sind, ich weiß jetzt nicht, welche Auflagen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was die Leute meinen. Orthodoxe Auflagen? Ach nee, das ist Michael. Was ich mache ist, ich halte Schabbat, ich halte Kashrut. Jetzt nur mal um orthodox oder so. Es gibt, wie hat mal ein Rabbiner gesagt, also das war bei einem Unterricht, man gilt als orthodox, sobald man eine Sache hält. Weiß ich jetzt nicht genau, also wenn jemand Schabbat hält oder so, dann ist er orthodox. Oder wenn jemand Koscher hält, dann gilt er schon in gewisser Weise als orthodox. Für die Reformjuden gilt er definitiv als orthodox, weil die machen das eigentlich alles nicht. Oder nur sehr begrenzt oder so. Staatsangehörigkeit. Entschuldigung, also ich habe so viele Kommentare. Ich komme jetzt ganz durcheinander, was ich sagen soll. Staatsangehörigkeit, ob ich die Staatsangehörigkeit habe. Ja, also ich habe die Staatsangehörigkeit seit 20 Jahren, seit etwas mehr als 20 Jahren. Ich habe keine deutsche Staatsangehörigkeit mehr. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich habe nur israelische Staatsangehörigkeit. Aber zur Staatsangehörigkeit, wie ich gesagt habe, nicht jeder, der hier auch in Israel einen Konversionskurs besteht und durchzieht und das Beit Din, das rabbinische Gericht, bekommt automatisch die Staatsbürgerschaft. Das kommt immer. Normalerweise kriegen es Leute aus westlichen Ländern vielleicht schneller, aber so aus Osteuropa und Philippinen und so, da wird sich. Ich habe auch schon von Leuten aus westlichen Ländern gehört, wie gesagt, der eine hat 8 Jahre gewartet oder so. Ich weiß nicht, ob er es jemals bekommen hat, habe ich schon gesagt. Aber es gibt da so verschiedene Restriktionen. Wie es genau heute ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Machon Meir und Machon Ora weiterhin konvertieren. Wo andere Kurse sind oder so, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich kenne auch nicht diese ganzen Aufnahmebedingungen oder so. Keine Ahnung. Also es ändert sich sowieso im Laufe der Zeit. Ich könnte mich informieren, aber wie gesagt, also wenn ich heute irgendjemanden anrufe bei Machon Meir, dann ist das nächsten Monat schon wieder vielleicht ganz anders.
Aber wie gesagt, ich würde euch, weil viele Leute das gut finden, also ich kenne Machon wie ihr von außen, obwohl sie auch manchmal Unterricht anbieten. Also übrigens, Machon wie ihr, Machon Ora schon, aber Machon wie ihr ist nicht nur ein Ort, wo man zum orthodoxen Judentum konvertiert. Also die haben auch Juden dort lernen und diese Konversionskurse laufen separat, wie ich gesagt habe, in englischer Sprache, auf Russisch oder auf Französisch. Es kann auch noch Spanisch dabei sein. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, könnte mich informieren. Es ist normalerweise so, also mir hat das mal jemand geschrieben, der hat sich auf Machon Meir beworben zur Konversion. Und dem wurde gesagt, dass unter 2 oder 3 Jahren erstmal nichts läuft. Da ist Wartezeit. Ich habe keine Ahnung, keine Ahnung. Kurz gesagt, derjenige, der da gefragt hat, wie man schnell zum Judentum konvertiert, keine Ahnung, also in Deutschland wahrscheinlich nicht und hier in Israel schon gar nicht. Es ist alles sehr kompliziert, es ist mit sehr viel Bürokratie verbunden. Was ihr übrigens neben diesen ausreichenden finanziellen Mitteln in Israel noch haben müsst, ist eine Krankenversicherung. Also es würde auch wahrscheinlich, schätze ich mal, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, eine Auslandskrankenversicherung aus Deutschland oder so, ich weiß nicht, ob das ausreicht, da muss sich jeder bei seiner, deutschen Krankenversicherung erkundigen, ob das geht. Ansonsten kann er hier in Israel für Touristen eine Krankenkasse abschließen. Die muss man natürlich auch noch extra bezahlen, monatliche Beiträge. Also es ist alles nicht so einfach, vor allem nicht mit den finanziellen Mitteln, weil es sehr, sehr teuer ist. Das Leben hier ist sehr teuer. Und wie gesagt, ihr bekommt keine Arbeitserlaubnis, ihr dürft hier nicht arbeiten. Und das macht das Ganze natürlich noch viel komplizierter, weil wie wollt ihr, ja, euer Geld finden. Keine Ahnung. Und wie gesagt, die meisten, wie der Kevin hier, Entschuldigung, ich kann jetzt hier nicht alle Kommentare lesen, wie der Kevin hier gesagt hat, dass viele Leute halt eigentlich nur die israelische Staatsbürgerschaft wollen, hier leben wollen, aus welchen Gründen auch immer. Natürlich, wie gesagt, also Osteuropäer vor allem und Philippinas, aber auch Westeuropäer. Westeuropäer verstehe ich immer nicht, warum die das wollen. Ich habe sehr, sehr viele Leute hier getroffen. Die waren aus England und vielleicht auch mal aus Deutschland oder so. Und aus Amerika vor allem. Und die sind hier in Israel orthodox konvertiert. Und die haben es hier nicht geschafft. Die haben die Staatsbürgerschaft bekommen. Und manchmal auch nicht, manchmal sind sie noch vor dieser ganzen Staatsbürgerschaft wieder zurück in ihre Heimatländer gezogen. Weil sie haben hier, eine aus Frankreich hat mir mal gesagt, hier in Israel bin ich immer diejenige, die. Und ich habe hier irgendwie keine Aussicht auf einen richtigen Job. Wenn ich nach Frankreich gehe, da kann ich sofort irgendwo arbeiten. Das stimmt nicht immer. Also man kann hier schon Jobs finden und so. Ob man diejenige ist die oder derjenige ist der, das hängt von jedem selber ab. Also man geht ja normalerweise, ein normaler Mensch, der geht jetzt nicht rum, obwohl eine Deutsche, so wie ich das auf ihrem Blog mal mitbekommen habe, ist hier rumgelatscht und hat das jedem erzählt. Aber normalerweise rennt niemand irgendwie geht damit hausieren, dass er jetzt gerade irgendwo konvertiert ist oder so. Das macht normalerweise keiner. Normalerweise, also jeder Normale, der konvertiert irgendwie und baut sich dann sein Leben auf, wie auch immer. Aber er geht damit nicht hausieren. Und einer hat das gemacht und offenbar ist das den Leuten sehr auf den Geist gegangen, was ich auch verstehen kann. Also es will jetzt niemand deine Biografie hören oder so. Oder du gehst ja jetzt nicht auch irgendwie in den Supermarkt und sagst an der Kasse, ach übrigens, ich bin letzte Woche konvertiert oder so. Das geht den Leuten sehr auf den Geist.
ob man dann immer ist, derjenige ist, der oder diejenige, die, das liegt an einem selber. Und es wird eigentlich nur zum Thema, wenn man jetzt vielleicht heiraten will oder zum Beispiel, wenn man jetzt in irgendwelche diversen orthodoxen oder ultraorthodoxen Gemeinden will, sprich, wenn man vielleicht zu einer chassidischen Gruppe will oder so, dann wird da schon nachgefragt und dann muss man gegebenenfalls, nicht gegebenenfalls, man muss Papiere vorzeigen und die müssen anerkannt sein. Oder wie, und wie ich schon in meinem vorherigen Podcast vor ein paar Tagen gesagt habe, es ist meistens so, dass man, wenn man gewisse chassidische Gruppen, wenn man denen beitreten will, offiziell, dann muss man nochmal durch ein Beit Din, durch ein rabbinisches Gericht oder einen Konversionskurs machen bei denen in der Gruppe, damit man aufgenommen wird. Weil in Israel ist es immer so ein Thema. Es kommt immer, also wenn, falls mal jemand fragt oder so, Rabbiner oder so, dann kommt es immer darauf an, sie werden euch immer fragen, welches Beit Din, wo wart ihr, wo seid ihr dann konvertiert? Das ist sehr wichtig. Ich meine jetzt das orthodoxe Judentum, das ist sehr wichtig. Es gab mal hier einen Rabbiner, ich weiß nicht, ob der noch überhaupt noch lebt oder ob der noch unterwegs ist. Das waren Konversionen, der hieß Avi Or. Und dem seine Konversionen wurden nicht im gesamten israelischen orthodoxen Judentum anerkannt. Wenn man jemanden, es gibt auch viele Deutsche, die unter Avi Or, Rabbi Avi Or, oder ich weiß nicht genau, wie er heißt, wieder konvertiert sind, dann erkennen das einige an und andere auch wieder nicht. Also es kommt immer auf das jeweilige Beit Din an. Ihr solltet zumindest darauf achten in Israel, dass ihr mit dem Oberrabbinat, mit dem Rabbanut konvertiert. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das Abi-Or-System noch funktioniert oder so. Ich hab absolut keine Ahnung. Ich kannte jemanden, und ich habe mal jemanden in Deutschland aus Würzburg getroffen, die sind unter Abi-Or konvertiert, aber keine Ahnung. Ich glaube auch, die leben in Deutschland. Und wenn ihr, viele gehen auch nach dem Beit Din oder nach der Konversion hier in Israel wieder nach Deutschland zurück oder nach Österreich. Und von denen hört man nie wieder was. Die wollen auch nicht die Staatsbürgerschaft. Die sind einfach nur konvertiert und sind dann irgendwie weg. Was ich euch noch mit auf den Weg geben will, ist, dass, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass ihr unbedingt darauf achten müsst, dass ihr an einen anerkannten, staatlich anerkannten und auch vom Oberrabbinat anerkannten Kurs, dass ihr an einen anerkannten Kurs geratet. Und nicht, dass ihr irgendwie so, es gibt viele subversive Leute in Israel und geht da nicht irgendwo so an die Klagemauer oder so und fragt darum. Manche machen das, da trefft ihr ja, viele Vollidioten, sage ich jetzt einfach mal, die euch da irgendeinen Scheiß erzählen. Es gab mal in der Altstadt, ich plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, ich werde jetzt nicht den Namen der Yeshiva sagen, aber es gibt in der Altstadt eine gewisse Yeshiva, die hatte in den 70er Jahren mal einen super Ruf und dann nicht mehr. Und es gab da ein Ehepaar, ich glaube, er ist tot, ob sie lebt, weiß ich nicht. Es gab so ein, also er war Rabbiner, er hat diese Yeshiva geleitet. Ich glaube, er ist gestorben vor einigen Jahren. Und diese beiden, also dieses Ehepaar mit dieser Yeshiva, wo Leute hingehen, ja, ich will nicht sagen, die nicht alle Tassen im Schrank haben, aber die Probleme haben, welche auch immer, dieses Ehepaar hat Konvertiten aufgenommen. Mir ist jetzt keiner bekannt, der dort konvertiert ist oder so, aber dieses Ehepaar auf dieser Yeshiva war bereit, Konvertiten aufzunehmen. Und die haben dann gesagt, also ich kannte eine Amerikanerin, die dort
hin wollte, nachgefragt hat, aber da nicht hin ist und all solche Scherze. Jedenfalls wollte das Ehepaar von ihr $10,000. Und hier kommen wir, übrigens waren die auch nicht anerkannt. Die hätten sie gar nicht konvertieren dürfen oder können. Aber die wollten diese $10,000. Und das ist mein Punkt. Gebt nicht irgendwelchen Leuten Geld. Auch nicht im Ausland. Ich habe von einer Österreicherin gehört, die musste da in Wien Geld zahlen. Und hat gesagt, bist du irgendwie bescheuert oder so? Also ein normaler Kurs hier in Israel wird euch kein Geld abverlangen. Es kann sein, dass ihr so einen kleinen, wie gesagt, auf Machon Meir oder Machon Ora, zahlt ihr, was auch immer, 100 Euro pro Monat, aber dafür bekommt ihr Unterkunft und Essen. Also ihr lebt dann da praktisch. Das ist ja wieder ganz was anderes, aber für diesen Kurs direkt zahlt ihr nichts. Normalerweise werden diese Kurse auch hier in Israel von der Jewish Agency finanziell unterstützt oder vom Misrata Dattot, vom Religionsministerium. Das heißt, die bekommen da eh schon Geld für aus. Ja, die werden eh so finanziell unterstützt. Also gebt keinen Leuten Geld. Und wenn euch da jemand fragt, auch im Ausland nach, ja, da musst du mir jetzt erstmal, weiß ich nicht, 5.000 Euro geben oder 20.000 Euro, macht solche Scherze nicht. Das sind irgendwelche kriminellen Sachen, kriminelle Rabbiner und so, die euch da abzocken wollen. Am Ende kriegt ihr vielleicht irgendwie schnell so ein Zertifikat und dann kommt ihr gegebenenfalls nach Israel oder in irgendeine seriöse deutsche Gemeinde und zeigt da euer Zertifikat und es ist alles gefälscht. Da hat euch irgend so ein Krimineller abgezogen. Also hier in Israel war es in der Vergangenheit, ist es oft passiert, mittlerweile nicht mehr, weil dort seit Jahren richtig kontrolliert wird. Aber es gab hier in Israel, das war Ende der 90er, ja, Mitte der 90er, das muss so gewesen sein, 1995, sage ich jetzt einfach mal, gab es einen Skandal, den hat so eine Journalistengruppe aus dem Fernsehen aufgedeckt. Da hat so ein Rabbiner Zertifikate verkauft. Und das kommt immer wieder vor. Das war auch schon in Deutschland der Fall. Und wenn euch jemand fragt, gib mir, weißt du was, gib mir erstmal 1.000 Euro. Oder gib mir da 10.000 Euro oder so. Macht solche Scherze nicht. Macht solche Scherze nicht. Das ist absolut illegal. Das wird auch in Israel hier ein anerkannter Kurs und so, wird sowas niemals tun. Und wenn ihr auf sowas reinfallt, dann merkt ihr am Ende, dass ihr überhaupt nicht legal konvertiert seid. Dass ihr eigentlich reingefallen seid auf irgendwas. Also Geld und so, lasst die Finger davon. Wenn euch schon im Voraus jemand Geld abverlangt, lasst die Zimmer davon. Ist absolut illegal und anerkannter Kurs oder was auch immer, wird sowas nicht machen. Ich habe jetzt schon wieder so viele Kommentare bekommen. 5% der Juden aus der UdSSR sind gläubig. Ja, mehr sind es garantiert nicht, eher weniger. Es gab Ende der 90er Jahre, ich glaube, das war so 1997, und das hat sich auch bis heute nicht geändert, das war damals Yediot Acharonot, die große israelische Tageszeitung, hat eine Statistik veröffentlicht, dass 74% der aus Russland oder aus der UdSSR eingewanderten Juden keine halachischen Juden sind. Dass sie entweder ihre Zertifikate gekauft haben, dass sie halt einfach nur so gekommen sind, dass sie mit irgendeinem Juden verheiratet waren oder sowas, aber selber keine Juden sind. All solche Scherze. Also die Mehrheit der in Israel lebenden Russen sind keine halachischen Juden. Aktuell ist es immer noch so und das ist eine Frechheit. Aber was soll man dagegen machen? Netanyahu spielt da offensichtlich mit, dass die christliche Missionsorganisation International Christian Embassy hier ansässig in Jerusalem
zusammen mit irgendeiner anderen Organisation, weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt vergessen, dass die Russen aus der Ukraine oder aus Russland oder wie diese ganzen russischen Staaten auch immer heißen, dass die irgendwelche sogenannten Juden hierher bringen, die aber gar keine Juden sind, sondern Christen. Und falls sie doch Juden sind, werden sie hier von diesen Missionsorganisationen irgendwie zu Christen gemacht, zu Christen missioniert. Also es gibt bei Haifa gibt es diese Kehilata Karmel, alles christlich, und die sind absolut hinter diesen Russen her. Das stimmt schon. Also nicht jeder, der hierher kommt, ist unbedingt auch Jude. Und viele Russen haben halt hier ihren Ruf weg, weil die Leute wissen, dass das eigentlich gar keine richtigen Juden sind. Also der Großteil der Russen ist, wie gesagt, nicht halachisch-jüdisch. Dann sehe ich hier noch, ich habe jetzt bestimmt einiges ausgelassen, tut mir leid. Viele junge Westeuropäer und Amerikaner kommen nach Israel, weil sie ihren Ländern schon Probleme haben und verschwinden auch wieder schnell aus Israel. Das ist richtig. Viele haben in ihren eigenen Ländern Probleme oder sind nicht zurechtgekommen. Aber das gibt es auch. Es gibt auch, sage ich jetzt einfach mal, Leute, die in Deutschland nicht zurechtkommen und meinen dann, wenn sie jetzt in die USA auswandern, dann geht es ihnen besser. Oder wenn sie nach Mallorca ziehen oder was weiß ich. Das ist auf der ganzen Welt so verbreitet. Ich würde mal sagen, ein Großteil der Leute, die hier konvertieren, gehen wieder in ihre Heimatländer zurück. Weil sie haben sich hier was anderes erhofft, was nicht der Realität entspricht. Also ich verwende in meinen Videos, rede ich häufig von der Realität, obwohl das die Leute nicht hören wollen. Die Leute wollen ganz was anderes hören. Die Leute wollen hören, oh, ist alles super, ist alles toll. Ich war hier als Tourist und da war alles super. Was erzählst du denn hier für eine Scheiße? Also ich gehe immer mehr auf diese Realität ein, und sobald die Leute erstmal hier diese Realität riechen, die ja schon mit diesem Komitee vom Innenministerium beginnt, um sich da durchzuwühlen und um diese ganze Geduld zu haben und diese ganze Bürokratie zu durchlaufen. Und für die Leute ist man als potenzieller Konvertit irgendwo Dreck. Nicht immer, aber das liegt auch am eigenen Verhalten. Aber manchmal hat man das Gefühl. Und da muss man halt durch. Und da muss man Durchhaltevermögen beweisen und sowas. Und viele Leute haben das nicht. Und viele Leute gehen auch nach der Konversion oder selbst nach der Aliyah, wenn sie die Staatsbürgerschaft haben, oder eingewanderte Juden aus dem Ausland, gehen sehr schnell wieder zurück. Also nach 2-3 Jahren oder so sind sie wieder zurück in ihren Heimatländern, weil sie, egal jetzt wer jetzt aus dem Ausland kommt, weil sie sich etwas anderes erhofft haben. Und dann kommt die israelische Realität und bumm, und aus ist. Und dann sagt man sich, wozu soll ich das hier alles mitmachen? Wozu soll ich hier so viel zahlen? Wozu soll ich hier 5 Euro für ein kleines Stück Camembert zahlen? Wozu soll ich hier für Päckchen Würstchen, sind 10 Würstchen drin, wozu soll ich da 3 Euro zahlen oder 4 Euro? Wozu soll ich hier irgendwie arbeiten, wenn ich doch nicht viel verdiene, weil die Gehälter viel geringer sind? Und wozu soll ich hier so viel Miete zahlen? Wozu soll ich hier irgendeine Scheißwohnung haben, wo ich in Deutschland zum Beispiel eine bessere Wohnung haben könnte für teilweise weniger Geld, wo ich mehr verdiene, oder selbst wenn ich auf Hartz IV bin, dann kriege ich noch ein bisschen mehr als hier. Wozu soll ich das alles mitmachen? Und diese ganze Mentalität hier und neue Sprache lernen, und wozu soll ich mich hier mit diesen Leuten rumärgern, wenn es mir in meinem Heimatland eigentlich viel besser ging? Das machen vor allem sehr viele Amerikaner. Bei den Äthiopiern ist es wieder eine ganz andere Geschichte. Die Äthiopier sind teilweise auch keine Juden. Und als die Äthiopier kamen in den 80er, ich glaube, es war so 80er Jahre, Ende der 80er Jahre, irgend sowas um den Dreh, da haben die meisten Rabbiner, vor allem aschkenasische Rabbiner, aber auch sephardische Rabbiner, aber eigentlich aschkenasische Rabbiner, darunter Moshe Feinstein aus New York, sie haben gesagt, die Äthiopier, die nach Israel kommen und sagen, sie sind Juden,
müssen nochmal einen Konversionskurs durchlaufen und nochmal durch ein Beit Din. Da war natürlich ein Riesenaufschrei bei den Äthiopiern und dann hieß es Rassismus und bla bla bla. Aber es war nun mal so. Und das aschkenasische Judentum hat gesagt, wir erkennen euch nicht als Juden an. Dann kam der swadische damalige Oberrabbiner Ovadia Yosef und der hat gesagt, die Juden aus Äthiopien brauchen keinen Konversionskurs mehr zu machen. Ich erkenne sie im swadischen Judentum als Juden an. Aber nur diejenigen, die auch wirklich nachweisen können, dass sie Juden sind. Viele dieser Äthiopier haben in Äthiopien nicht Juden geheiratet. Und viele der äthiopischen Frauen hier sind eigentlich nicht Jüdinnen. Oder umgekehrt, oder dass der Mann ist oder so. Das hat natürlich dann Folgen, vor allem wenn die Frau keine Jüdin ist, sind die Kinder schon wieder keine Juden. Aber der damalige Oberrabbiner Ovadia Yosef in den 90er Jahren sagte, ich erkenne die äthiopischen Juden an als Juden. Dann muss man heutzutage wieder unterscheiden zwischen den richtigen äthiopischen Juden und einer gewissen Gruppierung, die unter der Regierung Netanyahu auch das Recht hat, einzuwandern. Und das sind die sogenannten Falasch Mura. Also zwei Wörter, Falasch Mura. Was das auf Deutsch heißt, weiß ich nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was das auf Englisch heißt oder auf Deutsch, keine Ahnung. Die heißen sich Falasch Mura. Und diese Falasch Mura kommen aus Äthiopien und sind Christen, sind äthiopische Christen. Und sie sagen, sie waren früher mal Juden oder so und sind dann zum Christentum konvertiert. Und die israelische Regierung leider gibt ihnen das Recht auf Einwanderung, obwohl das eigentlich Christen sind. Jetzt sagen die richtigen äthiopischen Juden, wir wollen diese Falasch Mura nicht. Die sind ja gar nicht so wie wir. Wir sind Juden. Das sind Christen und die wollen uns missionieren zum Christentum und die geben uns einen schlechten Namen. Was stimmt? Deswegen diese Falasch Mura, diese Christen, die sagen, sie waren mal Juden in Äthiopien und wollen jetzt hier einwandern, sind von den äthiopischen Juden hier in Israel auch nicht anerkannt. Weil die sagen, das sind einfach, die gehören nicht zu uns. Das sind ganz andere Leute. Und die äthiopischen Juden sind absolut gegen diese Falasch Mura. Die Russen in Israel wählen meistens rechts. Avigdor Lieberman. Avigdor Lieberman würde ich heutzutage nicht mehr als rechts bezeichnen. Also er ist eher voll auf der linken Schiene. Er war früher mal rechts, unter der Zeit von Sharon und sowas. Oder in den 90er Jahren, da war er der beste Freund von Bibi Netanyahu, was schon lange nicht mehr der Fall ist. Aber Avigdor Lieberman würde ich heute nicht als rechts bezeichnen. Das haben auch viele Russen mitbekommen und wählen Avigdor Lieberman gar nicht mehr. Obwohl Avigdor Lieberman hat immer noch den höchsten Anteil unter den Russen. Er hat, also Lieberman hat, das war glaube ich 2008, 2009, so um den Dreh, da waren Knesset-Wahlen. Und da hat Avigdor Lieberman verkündet, dass sein Wahlprogramm lautet, wer ihn wählt, also er will nach dieser Wahl durchbringen, dass das israelische Mindestgehalt oder Grundgehalt auf, ich glaube 5000 Shekel waren das damals, was 1200 Euro sind, dass dieses Grundgehalt auf diese 5000 Shekel, das Mindesteinkommen, angehoben wird. Und da haben ihn auch viele Israelis gewählt. Auch bei mir. Ich habe damals noch in der Bäckerei gearbeitet. Da hat einer gesagt, geboren Israeli, hat gesagt, ich will Lieberman, weil da gibt es dann 5000 Shekel Grundgehalt, also Mindestgehalt. Und da habe ich gesagt, ihr spinnt doch alle. Wie will denn der Typ das realisieren? Ich meine, die Unternehmen haben gesagt, ja, wenn wir jetzt plötzlich 5000 Shekel Mindestgehalt zahlen sollen, da schmeißen wir natürlich viele Leute raus und kommen mit weniger Leuten aus. Also man muss das immer wirtschaftlich betrachten. Das hätte wirtschaftlich gar nicht realisiert werden können. Und ich bin auch nicht auf den ganzen Scherz drauf reingefallen. Und Lieberman, glaube ich, war hinterher Teil der Regierung oder sowas.
Aber er hat das nie verwirklicht. Also es war nur so Wahlgeschwätz. Es war Wahlkampf, aber mehr nicht. Warum stellen die Mizrachim keinen Oberrabbiner? Also meinst du damit jetzt die Nationalreligiösen? Es gibt in Israel grundsätzlich zwei Oberrabbiner. Das ist einmal ein swadischer Oberrabbiner und einmal ein aschkenasischer Oberrabbiner. Und diese Oberrabbiner sind manchmal oder eigentlich immer so wie Charedim angezogen. Ultraorthodoxe Juden oder so, könnte man meinen. Aber sie sind eigentlich sehr, auch der jetzige swadische Oberrabbiner Yitzchak Yosef, der Sohn vom ehemaligen Oberrabbiner Ovadia Yosef, sind eigentlich sehr mit dem nationalreligiösen Judentum verwandelt. Manchmal mehr als mit dem charedischen Judentum. Und Ovadia Yosef selber war sehr mit, wie soll ich sagen, swadischen nationalreligiösen Juden verwandelt. Und das nationalreligiöse Judentum ist sehr mit involviert im Oberrabbinat. Wobei das Oberrabbinat, die beiden Oberrabbiner, sind eigentlich von staatlicher Seite angestellt. Sie sind jetzt nicht von religiöser Seite angestellt, sondern sie bekommen ihr Geld vom Staat Israel. Deswegen, viele andere charedische Gruppen erkennen diese beiden Oberrabbiner überhaupt nicht an. Weil sie sind ja vom Staat angestellt. Sie sind nicht angestellt, weil sie jetzt, ich meine jetzt nicht Yitzchak Yosef, sondern zum Beispiel Rav Lau oder andere. Sie sind nicht angestellt oder sie wurden nicht Oberrabbiner, weil sie jetzt viel wissen oder weil sie so weise sind, oder sondern weil sie halt Beziehungen haben und sich so wählen lassen können. Wer halt so Beziehungen hat und so, wer da so ein bisschen Business macht, nicht Business, sondern Geld, das meine ich jetzt nicht, aber wer halt in Israel ist ein kleines Land, da kennt man Leute, und wer halt so Leute kennt und so, das beruht alles so mehr auf Beziehungen. Und also die Mizrachim, die Nationalreligiösen, sind sehr im Rabbanut mit involviert. Hat nicht der swadische Oberrabbiner Yitzchak Yosef die schwarzen Afrikanischen als Kushi bezeichnet? Weiß ich jetzt nicht, kann sein. Kushi war mal früher ein sehr anerkannter Ausdruck für Schwarze. Also konnte man Kushi sagen, heute sagt man das eigentlich nicht mehr, heute geht es so ein bisschen als Rassismus. Aber früher war Kushi mal ein ganz normaler Begriff. Das hat sich heute, ob er die als Kushi bezeichnet hat, keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich nicht, kann sein. Kann sein. Das basiert dann immer darauf, ich weiß jetzt nicht, wen er damit gemeint hat, die Falaschmura, wie ich gerade erklärt habe, oder Äthiopier oder so. Keine Ahnung. Bestimmt ist es lieber, man Russisch als dritte Amtssprache in Israel einführen wollte in den 90er Jahren. Weiß ich nicht, kann sein. Kann sein. Liebermann hat viele Ideen, aber also früher hat er mal viele Ideen gehabt, hat nie irgendwas verwirklicht. Und heute hat er keine Ideen mehr. Heute wettert er eigentlich nur noch gegen jeden und jeden. Keine Ahnung. Swaden sind doch auch aus Nordafrika. Also swadische Juden, dazu will ich nochmal einen extra Podcast machen. Das swadische Judentum, also ich will jetzt nicht durch die ganze Geschichte gehen. Wir haben hier in Israel sehr, sehr viele swadische Juden aus Marokko, aus Tunesien, aus Algerien, also aus nordafrikanischen Staaten, genauso wie aus Kurdistan, aus dem Iran, aus dem Irak, aus Jemen, aus Syrien, aus dem Libanon, habe ich jetzt was vergessen, vermutlich sogar aus Afghanistan. Aber es gibt die höchste Rate der swadischen Juden in Israel, würde ich mal sagen, sind Kurden, Marokkaner vor allem, Tunesier und Algerier, also vor allem Marokkaner. Man hat hier sehr, sehr viele Marokkaner. Die Gegend um und die Bagdad-Juden sind doch keine Swaden. Man kann jetzt wieder sagen, ja, manche sind jetzt keine swadischen Juden. Oder die jemenitischen Juden sind keine richtigen swadischen Juden. Aber es gibt hier so ein, es gibt hier so einen Grundbegriff. Also man geht jetzt nicht so ins Detail, sondern in der Gesellschaft heutzutage wird gesagt, die Swaradim. Da kann jetzt wieder
ethnischer Jude, wie ich gerade gesagt habe, sagen, ich bin kein Swadi oder so. Aber um diese zwei Grundbegriffe zu haben, das sind die aschkenasischen Juden und die swadischen Juden. Man kann auch sagen, die Äthiopier sind auch keine swadischen Juden. Und so detailliert ist das nicht. Man identifiziert sich heute schnell. Also das sind Swadim und Aschkenasim und das war's. Rein historisch sind die ja nicht aus Spanien. Stimmt, aber heute sagt man das so. Ich weiß nicht, heute sagt man das so. Ich habe eine Bäckerei nur mit swadischen Juden zusammengearbeitet und da war auch jemand aus dem Irak, aus dem Iran, aus Teheran und die meisten halt Kurden oder Marokkaner und die haben sich alle als Swaradin betitelt. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Natürlich kann man sagen, historisch oder per Fakt sind die vielleicht nicht swadisch, aber sie sind dann irgendwie doch swadisch, weil sie gehören zu diesem swadischen Oberrabbiner. Es spielt Aramäisch eine Rolle bei den Kurden oder Irakern? Nein, überhaupt nicht. Also ich kenne niemanden, der da Aramäisch spricht. Die Kurden sprechen Kurdisch, also untereinander, vor allem die älteren Leute noch, ob die Jüngeren so Kurdisch können oder so, keine Ahnung, also ein bisschen weniger. Also die älteren Leute aus Kurdistan sprechen noch untereinander Kurdisch. Wenn du mal eine kurdische Frau triffst, du möchtest nicht von ihr auf Kurdisch beschimpft werden. Und die Iraker, ich weiß nicht, ob die irakisch untereinander sprechen oder so, keine Ahnung. Eigentlich sprechen alle nur Hebräisch. Untereinander vielleicht. Es gibt hier auf dem Jerusalemer Machaneh-Judamarkt gibt es einen Chuka Iraki. Das ist der untere Teil vom Machaneh-Judamarkt. Und da gibt es so, es heißt, die ganzen Händler und so, Früchte, Obst, Gemüse und so sind Iraker. Ich weiß es nicht. Ich habe da auch keinen gefragt, ob es Iraker ist. Aber es gibt da diesen Chuka Iraki. Und Jerusalem ist, um es mal kurz zu sagen, eine sehr swadische Stadt. Also es ist nicht wie Tel Aviv. Tel Aviv ist mehr aschkenasisch. Aber Jerusalem ist eine sehr swadisch, Middle East angehauchte Stadt. Also es gibt hier mehr swadische Juden als aschkenasische Juden. Und wenn du hier zum Beispiel auf die Bank gehst oder irgendwo hin, keine Ahnung, auf ein Amt oder so oder zur Bituach Leumi, zur Nationalversicherung oder so, da wirst du meistens nur swadische Angestellte finden, zum Beispiel aus Marokko oder so. Und die haben natürlich dann auch ihre eigene Mentalität. Und für westliche Leute oder besonders, sage ich mal, Leute aus Deutschland, vielleicht auch Österreich und der Schweiz, ist das nicht immer einfach, mit swadischen Juden auszukommen. Weil swadische Juden, ich würde mal sagen, vor allem Frauen, Marokkaner, die haben da schon einen anderen Ton drauf. Die schreien euch in Grund und Boden. Und da sind dann viele aus Deutschland, was man in Israel gewohnt ist, aber viele aus Deutschland sind dann ziemlich geschockt und ja, das ist dann die andere Mentalität. Und natürlich auch anderes Essen und so. Übrigens, um zurück zur Konversion zu kommen, nach einer Konversion zum orthodoxen Judentum kann dann der Konvertit selber aussuchen, ob er zum swadischen oder zum aschkenasischen Judentum gehören will. Die meisten nehmen natürlich aschkenasisches Judentum, aber einige gehen auch zum swadischen Judentum, was manchmal ganz lustig ist, wenn da ein Blonder in eine swadische Gemeinde kommt. Wenn bei Hochzeiten ist das natürlich was ganz anderes und das betrifft jetzt nicht Konvertiten, sondern alle. Wenn jetzt zum Beispiel jemand heiratet und jemand ist, die Frau ist Aschkenasi und der Mann ist Swadi, egal jetzt woher er kommt, ob aus Marokko oder Kurdistan oder dem Jemen, dann ist das normalerweise immer so, dass die Frau dem Mann folgt. Also zum Beispiel die aschkenasische Frau, die dann einen swadischen Mann heiratet, die hält dann auch seine Tradition und wird dann Swadi, wenn sie heiratet. Das heißt, in der Praxis, wenn zum Beispiel eine aschkenasische Frau einen Swaradi heiratet, manche Swaradi, nicht alle, essen an Pessach Reis.
Und diese Frau, wenn ihr Gatte, sage ich jetzt mal, wenn der die Tradition hat, an Pessach Reis zu essen, was bei aschkenasischen Juden absolut verboten ist, an Pessach Reis zu essen, weil es an Pessach nicht koscher ist, das ist Chametz. Aber die Frau, die den swadischen Juden heiratet und der die Tradition verfolgt, an Pessach Reis zu essen, darf dann auch Reis essen. Also ich habe mal so ein israelisches Ehepaar hier gekannt. Da war er aus Tunesien, also seine Eltern waren aus Tunesien. Und die Frau war Aschkenasin, ihre Eltern waren aus Polen. Und die haben geheiratet und sie durfte dann an Pessach Reis essen. Und sie hat mir gesagt, dass sie das irgendwie nicht kann, weil das ist so komisch. Das ist so komisch und das kann sie absolut nicht. Und sie macht das nicht, sie würde sich ja total bescheuert vorkommen, an Pessach Reis zu essen. Das geht für sie überhaupt nicht, aber... Okay, also wenn jemand heiratet oder auch, ja, die Frau folgt immer dem Mann. Und wenn jetzt zum Beispiel eine swadische Frau einen aschkenasischen Mann heiratet, dann hält diese swadische Frau, die vielleicht an Pessach eigentlich Reis gegessen hat ihr ganzes Leben, die hält dann plötzlich aschkenasische Bräuche. Sie wird dann, folgt dann ihrem Mann sozusagen. Ich habe jetzt bestimmt hier einige Kommentare ausgelassen, aber... tut mir leid. Stimmt es, dass die Breslauer Juden eher gemischt aus aschkenasischen und swadischen Juden? Das stimmt. Die Breslauer Juden, du findest da swadische Juden und aschkenasische Juden. Aber der große Unterschied ist, in diesen ganzen neureligiösen Movements von Breslau, da findest du swadische und aschkenasische Juden. In diesen ganzen, es gibt da so ganz viele, auch teilweise obskure, neureligiösen Movements innerhalb von Breslau. Da findet ihr beide Gruppen, aber in diesen originalen Breslauern aus Mea Shearim, also Mea Shearim, da gibt es eine große Breslauer Synagoge in Mea Shearim Street. Und diese Synagoge oder diese Breslauer sind die Nachfahren von den eigentlichen Schülern von Rabbi Nachman von Breslau. Nachdem Rabbi Nachman von Breslau tot war, sind einige seiner Follower, seiner Schüler, sind nach Israel gezogen. Und diese Leute da in Mea Shearim von den Breslauern, da findest du nur aschkenasische Juden. Und das sind eigentlich die Nachfolger der Schüler, also so, da bestehen sie auch drauf, von Rabbi Nachman von Breslau. Und diese Gruppierung in Mea Shearim von den originalen Breslauern, sage ich jetzt einfach mal, die nehmen auch keine außen von Leute von außen auf. Also das heißt, man kann dort zur Synagoge gehen, habe ich auch schon gemacht. An Purim war ich mal da. Und da kann man auch hin und so, aber die würden jetzt keine neuen Mitglieder außerhalb von außerhalb aufnehmen. Also es gibt da, es gab mal, es gibt ja hier in Jerusalem dieses eine neureligiösen Breslauer Movement, wo auch viele swadische Juden dabei sind, das ist von Rabbi Berland, Eliezer Berland, Eliezer heißt er, glaube ich, mit Vornamen, von Berland. Und er steht ja in Israel ziemlich oft vor Gericht, weil er angeklagt ist, Frauen sexuell belästigt zu haben oder teilweise auch vergewaltigt zu haben. Und in früheren Jahren, hat mir jemand erzählt von Breslau, war es mal so, dass dieser Rav Breslau, Berland, der ist da immer zu dieser Synagoge gegangen, Mea Shearim, zu einem richtigen Breslauer, und sammelte dann selber immer mehr Neureligiöse um sich und dachte dadurch, er ist einflussreich und mächtig. Und dann wollte er wohl diesen Breslauern in Mea Shearim, diesen Originalen, irgendwelche Vorschriften machen. Und er wollte auch auf dem Originalstuhl, den die Breslauer in ihrer Synagoge haben, die Originalen, die haben den Originalstuhl von Rabbi Nachman von Breslau. Die haben den Originalstuhl dort stehen, den haben sie weggeschlossen in irgendeinem Safe. Muss man immer aufpassen, wenn man hingeht, man kann diesen Stuhl sehen, aber mittlerweile haben sie auch viele Imitationen
dort stehen, also damit niemand diesen Originalstuhl klaut. Und jedenfalls dieser Bernan kam eines Tages mal an, so wurde mir erzählt, und hat gesagt, ich bin jetzt mächtig und ich habe viele meine eigenen Follower und so, und der wollte denen wohl erzählen, hey, ihr, ich bin jetzt der Superstar hier und ich setze mich jetzt auf den Stuhl. Und wer Breslau ein bisschen näher kennt, der weiß, dass nach dem Tod von Rabbi Nachman eigentlich niemand mehr auf dessen Stuhl gesessen hat. Das heißt, vielleicht mal so für ein paar Sekunden oder so, mal zur Probe, was weiß ich, aber niemand nach Rabbi Nachmans Tod hat sich, auch nicht Rabbi Nathan Sternhartz, der Closeste, wie heißt denn das? Also der beste Schüler, sage ich mal, von Rabbi Nachman war, selbst der hat gesagt, ich nehme mir nicht das Recht heraus, mich auf diesen Stuhl von Rabbi Nachman zu setzen. Und kommt dieser Bernan an und sagt diesen originalen Breslauern, gib mal den Stuhl her, ich setze mich jetzt da drauf. Und dann haben die gesagt, nö, wer bist du denn? Und irgendwie hat er dann sein eigenes Movement gegründet, steht jetzt hier ständig vor Gericht und so, ist manchmal ganz lustig, manchmal kommt er mir auch, kommt es einem ziemlich traurig vor. Ja, was soll ich sagen? Also es gibt aber bei diesen neureligiösen Movements von Breslau gibt es schon aschkenasische und swadische Juden. Es gibt so einen neureligiösen Movement, ich weiß gerade nicht, wer das überhaupt ist. Das ist gleich direkt neben Meir Shearim, manche betrachten es noch als Meir Shearim. Das sind auch diese sogenannten Taliban-Frauen, wie man sie auch immer betiteln will, sie sind immer noch unterwegs. Ich sehe sie ab und zu in der Stadt. Man sieht es nicht von außen, aber diese sogenannten Taliban-Frauen, das sind swadische, neureligiöse Frauen, die sich einer gewissen Gruppierung von Breslau angeschlossen haben. Also das sind dann swadische Frauen. Moment. Wie heißt noch dieser Breslauer Rabbiner, der einen eigenen Breslauer Zweig hat? Es gibt da viele, die irgendwelche ihre eigenen Zweige aufgemacht haben. Er soll für viel Geld angeblich Leute vom Krebs geheilt haben. Oh, davon habe ich noch nie gehört. Ich glaube auch nicht, dass er jemanden geheilt hat. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Nicht, weil ich dahin gehen würde und geheilt werden würde, aber ich kenne die ganzen Behandlungen und so aus eigener Erfahrung. Und ist denn irgendwelche sexuellen Übergriffe? Bernan, genau. Bernan. Ist hier sehr bekannt und so. Viele seiner Follower haben sich auch schon von ihm losgesagt und sind abgehauen in andere Richtungen oder andere Ausrichtungen oder wo auch immer hin. Aber viele halten halt zu ihm. Und bei diesen neureligiösen Movements müsst ihr aufpassen, weil nicht immer, und ich schere jetzt nicht alle über einen Kamm, aber ihr trefft da auf Leute, die gewisse Vorstrafenregister haben. Da kann man jetzt so stehen, wie man will, da kann man ja sagen, das war vielleicht deren Vergangenheit und heute sind sie religiös. Meir Shearim grundsätzlich sieht das anders und gibt sich nicht mit diesen Leuten unbedingt ab. Ich wurde sogar davor gewarnt, mich mit gewissen Leuten aus neureligiösen Movements von Breslau abzugeben. Also ihr findet da Vorstrafen wie Drogen, ja, alle mögliche Kriminalität, Pädophile, Mord und Totschlag, Diebstahl, was weiß ich. Also ihr solltet immer, bei solchen Sachen muss man immer sehr aufpassen. Das ist in Israel wesentlich bekannter. Und hier kann man auch besser mit Leuten reden. Ihr solltet euch da vielleicht mal vorher mit seriösen, normalen Rabbinern unterhalten, ob die euch zu sowas raten würden. Die meisten würden sagen, nein.
dann, der ist auch in Israel mal eine Zeit lang nach Südafrika und Simbabwe geflohen. Der ist überall hingeflohen. Der war in allen möglichen Ländern, weil er hier abgehauen ist, weil ihn die Polizei gesucht hat. Und dann kam er irgendwann wieder. Und oft steht er vor Gericht, dann wieder nicht, dann wieder ja, dann wieder nein. Er ist über 70, ich rede jetzt von Rabbi Berland. Und, keine Ahnung, Lev Tahor. Lev Tahor sind nicht die Taliban-Frauen. Lev Tahor ist eine eigene Gruppierung, total gestört. Mit denen hat niemand was zu tun. Und die sind irgendwo im Ausland. Also, sie waren mal in Kanada oder Amerika, da sind sie aber rausgeflogen. Und dann waren sie in Mexiko? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo sie jetzt gerade sind. Sie fliegen überall raus. Aber die Taliban-Frauen aus Jerusalem hier vor allem, gehören nicht zu Lev Tahor. Lev Tahor ist irgendwo im Ausland, sind total gestörte Leute, total gestört und haben da ihr eigenes Grüppchen, aber nicht hier in Israel. Und die Taliban-Frauen, die hier so rumlaufen, die man hier so sieht, das heißt, das sind so, ja, so Frauen, so, wie soll ich sagen, also es gibt doch so verschiedene, also die haben so schwarze Burka, würde ich nicht sagen, also so Umhänge halt an und teilweise auch schwarze Handschuhe. Manche haben ihre Augen, also dass die Augen so aus so einem Schlitz schauen und manche haben einfach nur dieses Tuch drüber, dass sie gar nichts sehen. Ich habe mal eine in einem Laden gesehen und ich habe mich gefragt, wie sie jetzt diese ganzen Sachen da auf dem Regal anschaut, wenn sie doch eigentlich gar nichts sieht. Aber ich glaube, sie hat ihren Vorhang oder ihren Schleier oder wie man das auch immer betiteln will, etwas angehoben. Aber diese Frauen gehören nicht zu Lev Tahor. Lev Tahor ist nicht in Israel. Und diese Frauen, die Taliban-Frauen, die sogenannten, gehören zu einer bestimmten neureligiösen Gruppierung von Breslau. Und wie gesagt, es sind eigentlich nur swadische Frauen. Ich habe auf meinen Blogs mal über diese Frauen geschrieben und nicht gerade freundlich. Und dann bekam ich vor ein paar Jahren eine E-Mail von einer Taliban-Frau. Und die hat mir gesagt, ja, was schreibst du denn und so, das stimmt ja alles gar nicht. Wir sind eigentlich ganz nett. Und wieso kommst du denn nicht mal vorbei? Wir haben da und da unseren Unterricht und da bist du eingeladen und dann kannst du mal kommen und dann kannst du dir das mal anschauen. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich da wirklich hingehe oder nicht. Und ich habe dann einige Leute, die ich kenne in Meir Shearim, gefragt und die meinen, ach du meine Güte, was willst du denn mit denen? Willst du da etwa hingehen? Und aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht mehr, bin ich da nicht hingegangen. Vielleicht hätte ich hingehen sollen und mir das mal anschauen, so aus Neugier. Aber ich weiß nicht, bei manchen neureligiösen Breslauer Movements, wie gesagt, da muss man aufpassen. Und da sind teilweise Leute dabei, die eine kriminelle Vergangenheit haben. Ich rede jetzt nicht von diesen Frauen, die haben bestimmt keine, aber gewisse Leute halt schon. Und meine Ansicht ist, dass ich mich nicht mit solchen Leuten einlassen will. Dass ich das immer auf einer gewissen Ebene halten will und nicht mit irgendwelchen, ja, obskuren Leuten da um die Ecke ziehe und mich erst gar nicht damit abgeben will, mich gar nicht erst in diese Position begeben. Ich wurde von einem dieser neureligiösen Movements, von so einer Sekretärin mal furchtbar beschimpft in einer E-Mail. Heute bedauere ich es, dass ich die E-Mail gelöscht habe. Ich hätte sie veröffentlichen sollen. Die E-Mail war in Englisch und es hätte bestimmt einige Wellen geschlagen. Beim nächsten Mal mache ich das dann. Aber damals habe ich mir einfach nur gedacht, die hat ja nicht alle Tassen im Schrank. Und dann habe ich das einfach gelöscht und habe mich mit diesen Movements nicht mehr abgegeben. Eben weil man nicht weiß, was da für Leute dahinter stehen. Und viele haben halt kriminelle Hintergründe. Und ich will mich mit sowas gebe ich mich nicht ab. Also ich mache das normalerweise so, man kann mir zustimmen oder nicht. Ich will jetzt nicht, dass Leute hier im Podcast mir zustimmen. Es kann jeder seine eigene Meinung haben und jeder hat irgendwo was anderes erlebt. Und jeder hat, um das auf das Thema Konversion zurückzukommen, jeder hat was anderes erlebt und jeder ist irgendwie anders. Und ich gebe hier ein paar Informationen weiter. Und man kann da zustimmen, man kann nicht zustimmen, man kann sich das anhören, man kann vielleicht was lernen oder man kann sagen, ich bin doof. Alles erlaubt.
Aber ich ziehe irgendwo eine Grenze und ich gebe mich nicht mit Leuten ab aus diversen kriminellen Richtungen, was auch immer. Also ich halte das immer alles ziemlich legal und ich persönlich will mich nicht mit solchen Leuten abgeben. Und ich glaube, das war auch der Grund, weswegen ich da nicht hingegangen bin. Ich weiß es echt nicht mehr, das ist schon über 10 Jahre her, dass die mich mal eingeladen hat. Ich habe da noch ein paar andere E-Mails bekommen von ihr oder von einer anderen Taliban-Frau. Und die haben mir dann auch ihren eigenen Blog empfohlen, der da auf Englisch ist. Ich glaube, der Blog von denen existiert noch. Aber es ist halt nicht meine Sache. Es ist echt nicht meine Sache. Und wie gesagt, also hier in Israel, es standen mal Leute dahinter. Es gab mal diese Rabbanit Ben Isri, die mal in der Vergangenheit das Oberhaupt dieser Taliban-Frauen waren. Und diese Ben Isri-Frau ist die Schwester von Shlomo Ben Isri. Und Shlomo Ben Isri war mal ist immer noch Mitglied bei der Schass-Partei und war in der Vergangenheit hier im Gefängnis, weil wegen Bestechung, er war auch Mitglied in der Knesset, er war dann auch im Gefängnis wegen Bestechung und er hat illegale Arbeiter aus dem Ausland, hat er hier zusammen mit dem Innenministerium, da kommen wir wieder auf Tommy Lapid und die Shinui-Partei, die damals eben das Innenministerium sozusagen leiteten. Da war jemand aus der Shinui-Partei, der war damals Innenminister. Und zusammen mit Shlomo Ben Isri und so wurden immer mehr Fremdarbeiter ins Land geschleust, die eigentlich hätten gar nicht hier sein dürfen. Und diese Rabbanit Ben Isri ist heute nicht mehr, soweit ich weiß, Oberhaupt der Taliban-Frauen. Aber ich gebe euch jetzt nur so einen kleinen Einblick von Leuten, die dahinter stehen und so. Man muss immer sehr vorsichtig sein. Vor allem bei diesen religiösen, neureligiösen Breslauer Movements. Also wer wirklich Breslau will, der geht nach Mea Shearim, in die große Synagoge von Breslau und da weiß man, was man hat. Bei diesen neureligiösen Movements weiß man nicht, was man kriegt. Ist sehr obskur. Danke für die Ausführungen. Und ich bin vom Hauptthema heute absolut abgewichen. Absolut. Also wenigstens habe ich die Informationen zu diesen ganzen Konversionen und so im Voraus gegeben. Ja, hat noch jemand eine Frage oder so? Ich habe jetzt bestimmt einiges übersehen. Keine Ahnung, aber vielleicht hat der ein oder andere von euch ein bisschen was gelernt und so. Ich kann nur sagen, Israel ist ein kleines Land und auch wenn ihr hier konvertieren wollt oder so, ihr müsst immer aufpassen, wer euch wo sieht und wer wo was erzählt. Das kommt hier immer sehr schnell raus. Also es ist nicht so wie in Deutschland, wo sich alles irgendwie verläuft, weil es viel größer ist und weil halt mehr Leute sind. Hier in Israel kommt alles immer sehr schnell raus, auch wenn man vielleicht was versucht zu verbergen. Aber es ist so, dass auch in Tel Aviv oder auch in Jerusalem, da sehen euch plötzlich Leute und diese Leute rufen dann wieder jemand anders an und sagen, ey, ich habe den und den gesehen und der hat das und das gemacht. Das ist hier sehr weit verbreitet. Also wenn niemand mehr eine Frage hat oder so, ich glaube, ich schließe mal ab. Ich habe jetzt hier 1,5 Stunden fast gelabert. Aber wie gesagt, erstens, wenn ihr konvertieren wollt, gebt keinem Geld. Und zweitens, passt auf, nicht nur bei Breslau, bei gewissen Movements. Ihr könnt da schnell irgendwo in irgendwas landen, in irgendeiner subversiven Gruppierung oder so. Und wenn ihr bei sowas wart, dann habt ihr in einem normalen Konversionskurs oder überhaupt, wenn ihr irgendwo in einen anderen, sage ich mal, in eine Yeshiva wollt oder so, dann habt ihr da keine Chance mehr, wenn ihr aus dem komischen, wenn ihr sagt, ich war da bei diesem Movement oder so, dann sagen alle, ach du meine Güte, nee, den wollen wir nicht. Weil, wie gesagt, viele Gruppen haben halt so einen kleinen kriminellen Ruf innerhalb von anderen jüdischen Gemeinden und die wollen dann keine Mitglieder von oder keine, die mal da waren oder sowas in der Art. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch ein paar Infos gebracht
Und ich will noch was machen zum Unterschied zwischen swadischem und aschkenasischem Judentum. Da hat jemand gefragt und dann hat noch jemand gefragt nach der Ehe in Israel, was ich ja eigentlich heute schon teilweise beantwortet habe, nämlich dass in Israel laut Gesetz nur Juden heiraten dürfen. Und keine Juden mit Christen oder keine Juden mit Moslems, sondern Moslems heiraten normalerweise Moslems oder Moslems können auch Christen heiraten in Israel oder was weiß ich, das ist kein Problem. Aber es gibt das Gesetz, dass in Israel selber Juden nur Juden heiraten dürfen. Okay, dann noch einen schönen Tag und schönen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal dann. Ja.